Dominik Greger. Ist er ein Betrüger oder kann er dir wirklich helfen, Geld als High-End-Closer zu verdienen? In diesem Video soll es halt nicht darum gehen, dass sich Dominik Greger jetzt irgendwie als Betrüger darstellen will oder entlarven will oder schlecht reden will oder bashen will. Nichts dergleichen. Vielmehr soll es heute darum gehen, dass ich mit dir zusammen einmal sein Online-Business unter die Lupe nehme und mir anschaue, welche Dinge er in seinem Online-Business genauso tut, wie ich sie hier auf dem Channel lehre. Denn wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, weißt du, dass es 4 Grundpfeiler gibt. Ohne diese 4 Grundpfeiler hast du kein Online-Business. Und ich bin der Meinung, dass genau diese 4 Grundpfeiler, wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail angucken, auch in seinem Online-Business Fuß haben und dass er ohne sie auch kein Geld verdienen würde. Dementsprechend nehme ich dich einmal auf die Reise mit, dass wir uns das Ganze gemeinsam anschauen und dass du dann am Ende des Videos siehst, okay, das Ganze scheint zu funktionieren. Wie kann ich jetzt das Ganze für mich selbst anwenden und damit auch Geld im Internet verdienen? Vorab aber, wenn du es noch nicht getan hast, bitte einmal das Video liken, würde mir auf jeden Fall weiterhelfen und hinterlass mir doch bitte auch einen Kommentar. Ich würde nämlich gern wissen, was ist deine Meinung zu Dominik Greger? Er ist eine sehr, sehr polarisierende Persönlichkeit. Es gibt Leute, die ihn entweder hassen für das, was er tut, oder lieben für das, was er tut. Eine sehr wichtige Eigenschaft, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Und mich würde einfach im Kommentarbereich unten interessieren, was denn deine Meinung zu seiner Person ist. Starten wir aber gleich mal mit der Business-Analyse, schauen uns die 4 Grundpfeiler an, die er auch so in seinem Business benutzt. Der erste Grundpfeiler, kennst du hoffentlich schon, wenn du meinen Content schon ein bisschen länger folgst, ist, dass du Content produzierst. Tut er das nicht? Schauen wir uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Hier zeige ich das Ganze am besten einmal am Bildschirm. Und das erste, was auffällt, wenn ich natürlich Dominik Greger eingebe, ist, dass er einen YouTube-Channel hat. Okay, das heißt, bei 134 Videos, er produziert auf jeden Fall Content. Selbstständig machen neben dem Hauptberuf. Ein Wunsch von super vielen Menschen. Ich klicke einmal auf seinen Channel, sehe, dass er auf jeden Fall regelmäßig Content produziert. Aktuell ist es auf jeden Fall mindestens einmal pro Woche. Das ist etwas, das ich immer wieder sage. Mindestens ein neuer Gratis-Inhalt, den du erstellst pro Woche. Also wenn du nicht mindestens einmal was pro Woche erstellst, dann vernachlässigst du den ersten Grundpfeiler. Du kannst nicht erwarten, irgendwie einmal im Monat oder so ein YouTube-Video zu erstellen oder eine Podcast-Folge oder einen Artikel auf deiner Website zu veröffentlichen und davon auszugehen, dass das dann Traffic generiert. Muss schon mindestens einmal die Woche sein. Wenn wir uns mal einfach mal irgendein Video anklicken, ich klicke mal das letzte hier an, dann weiß ich aus Erfahrung, dass entweder am Anfang, Mitte oder Ende des Videos auch ein Call to Action ist. Und zwar ein Call to Action zu seinem Leadmagneten, was der zweite Grundpfeiler ist. Du brauchst einen Leadmagneten, um die Kontaktadressen von potenziellen Kunden einzusammeln. Wenn ich auch mal in die Beschreibung klicke, sehe ich oder müsste ich eigentlich sehen, gut, hier oben hat er seine App, hier hat er auch wieder seine App, hier schreibt mir direkt eine WhatsApp, okay, alle Infos zum Closer Coaching, klicke ich mal drauf. Ha, hier sind wir bei der Landingpage, wo er dann auch die Leads einsammelt. Du bist nur eine Fähigkeit von deinem Traumleben entfernt, weiter geht's. Dann sagt er, dass er schon 1500 Menschen geholfen hat, beziehungsweise wahrscheinlich 1500 Kunden hat, weil er sonst auch gar nicht auf die Umsätze von, ich weiß nicht, wie viele Millionen das waren. Also das letzte Video, was ich mir angesehen habe, war irgendwie 2,5 Millionen Euro Umsatz. Da das aber schon ein Jahr her ist, ist er wahrscheinlich schon bei 3 oder über 3 Millionen. So, jetzt haben wir hier unten einmal Termin vereinbaren. Bedeutet, wenn man sich das durchliest, wenn man das Video anschaut, wenn man dann unten auf Termin vereinbaren klickt, kann man wahrscheinlich ein gratis Telefonat buchen, bei dem man dann sein Programm gepitcht bekommt. Und dieses Telefonat ist dann auch kostenlos. Also ob das jetzt irgendwie 10 Minuten geht oder 15 oder 30 oder eine Stunde, es ist kostenlos. Und wenn es nicht kostenlos wäre, wäre es auch kein Leadmagnet. Leadmagnet muss immer kostenlos sein. In seinem Fall ist es halt so, dass hier anscheinend, ich will einfach mal irgendeinen Tag, ganz kurz, irgendeine Uhrzeit, gucke mal, ob eine E-Mail-Adresse wird also eingesammelt und eine Handynummer. Das heißt, er sammelt E-Mail-Adressen ein und Handynummern. Das ist gut. Ich dachte, er sammelt eigentlich nur Handynummern ein. Anscheinend aber auch E-Mail-Adressen. Ich bin großer Freund von E-Mail-Marketing. Das ist das, was ich überwiegend auf meinem Channel lehre, wenn es um Leads geht, um Verkäufe, um Marketingmaßnahmen. E-Mails sind meiner Meinung nach King, weil du den Verkaufsprozess und den Werbeprozess automatisieren kannst. In seinem Fall ist der Verkaufsprozess nicht ganz automatisch, weil wenn du dich einträgst oder wenn man sich da einträgt, dann wird man von jemandem angerufen. Ich tippe mal dann ganz stark darauf, dass nicht Dominik die Person ist, die anruft, sondern dass er diese Aufgabe schon an jemand anderen delegiert hat. Wahrscheinlich an Leute, die sein High-End-Closer
Coaching-Programm bereits durchgelaufen sind. Und entweder macht das dann so, dass er einen Teil dieser Leute, die da durchgegangen sind und die gut im Verkauf geworden sind, dass er die für seinen eigenen Zweck nutzt und die Closer dann für ihn sein Produkt verkaufen, wodurch er dann den Verkaufsprozess schlauerweise delegiert, das also nicht mehr selber machen muss und sich dann weiterhin eigentlich nur um Content kümmern muss. Und weil Content so wichtig ist, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Gehen wir hier noch einmal zurück. Kleiner Moment. So, sein YouTube-Channel. Um Traffic zu generieren und damit Leads zu generieren und Verkäufe zu generieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du schaltest Ads. Das können Google Ads sein, das können Facebook Ads sein, das können was auch immer für Ads sein. Und so viel ich mich aus seinen Videos daraus erinnern kann, hat er zu Beginn einfach nur Google Ads geschaltet, also beziehungsweise YouTube-Werbevideos. Und als er dann vor über zwei Jahren dann auf YouTube mit seinem Kanal angefangen hat, hat er auch darüber gesprochen, wie er diese Ads geschaltet hat und wie diese Ads ihm dabei geholfen haben, sein hochpreisiges Programm zu verkaufen. Also es sind, ich habe nicht genau nachgesehen, aber mindestens 1000 Euro, der das High-End-Closer-Programm kostet. Und da muss man sich natürlich denken, okay, wenn er die Ads geschaltet hat, um an die Leads und die Verkäufe zu kommen, wieso hat er dann mit Content Marketing angefangen? Und dafür gibt's meiner Meinung nach nur zwei Gründe, oder eigentlich, ja gut, vielleicht sogar drei Gründe. Erstens, die Ads haben nicht mehr so funktioniert, wie sie das zu Anfang gemacht haben. Und der Return on Investment wurde von Zeit zu Zeit immer weniger. Also musste er irgendwie einen Weg finden, wie er trotzdem noch günstig an Traffic rankommt, der hoch konvertiert und sein Business-Konzept dann halt trotzdem weiterläuft. Also Möglichkeit Nummer 1, die Ads haben irgendwann gar nicht mehr funktioniert und er ist auf Content-Marketing umgesprungen. Möglichkeit Nummer 2, er hat sich gedacht, weißt du was, wieso soll ich eigentlich nur Ads schalten, wenn ich auch zusätzlich noch Content-Marketing machen kann, dadurch beides habe, dadurch noch mehr Leute erreiche, noch mehr Leads generiere und noch mehr Verkäufe erzielt. An sich also alles überhaupt nichts Verwerfliches und mega schlau gemacht. Oder Möglichkeit Nummer 3, die Ads haben halt wirklich gar nicht mehr irgendwie so die Resultate gebracht, die er vorher gewohnt war, weil du musst verstehen, in den letzten Jahren haben immer mehr Leute angefangen, Ads auf YouTube, Ads auf Google, Ads auf Facebook zu schalten, wodurch der Preis gestiegen ist und wodurch die Leute, die diese Ads sehen, schon so ein bisschen abgehärtet worden, so ein bisschen abgestumpft worden sind. Dadurch ist die Conversion bei vielen Leuten nach unten gegangen und es hat halt nicht mehr so viel gebracht, Ads zu schalten, anstatt Content-Marketing zu betreiben. Deshalb kann der dritte Grund halt auch gut möglich sein, dass er die Aufrufe, die er mit YouTube generiert, zum Beispiel in Google Ads dafür nutzt, um Remarketing-Listen aufzubauen von Leuten, die sich seine Videos entweder bereits angesehen haben oder von Leuten, die so ähnlich sind wie die Leute, die sich seine Videos bereits angesehen haben. Und dann hat er einfach angefangen, an genau diese Leute seine Ads auszustrahlen, wodurch die Kosten für seine Ads einfach nochmal deutlich runtergegangen ist, weil sich die Leute dann nicht dachten, okay, wer ist ja dieser Dominik, wieso sehe ich seine Werbung, sondern, ach nee, Quatsch, ich habe mir doch mal ein Video von ihm angesehen oder ich habe seinen Channel abonniert, habe mir mehrere seiner Videos angesehen, mit der Zeit Vertrauen aufgebaut und wenn dann genau so welche Leute seine Ads, seine Remarketing-Ads sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich um einiges größer, dass sie sich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen, als wenn sie den Typen gar nicht kennen würden. Das sind also meiner Meinung nach so die drei Gründe, warum er sich für Content-Marketing entschieden hat, anstatt einfach weiter Ads zu schalten. Entweder sie haben gar nicht mehr funktioniert, er wollte einfach beides nutzen, was sehr schlau ist, oder es hat halt nicht mehr so gut funktioniert, aber er hat angefangen, Remarketing-Listen zu nutzen. So oder so veröffentlicht er regelmäßig Content auf YouTube. Und deswegen sehe ich hier auch den ersten Grundpfeiler. Du musst immer wieder Content produzieren. Content, der zu deiner Zielgruppe passt, der eine Zielgruppe anspricht, du dieser Zielgruppe weiterhilfst, in Content lieferst und in deinen Videos oder in deinen Podcasts oder in deinen Blogartikeln dann immer wieder einen Call to Action hast, der zu deinem Leadmagneten führt. Über den Leadmagneten haben wir auch schon gesprochen, das ist dieses kostenlose Erstgespräch hier und es muss halt auch kostenlos sein, sonst ist es kein Leadmagnet. Du musst verstehen, es gibt im Online-Marketing eine Value Ladder. Und diese Value Ladder sieht so aus. Ganz unten gibt es etwas, das du anbietest, das kostenlos ist. Dein Leadmagnet. An zweiter Stufe gibt es etwas, das unter 50 Euro kostet. Die Leute, die das kaufen, kriegen dann ein Angebot von dir über etwas, das 100 Euro kostet. Wenn die Leute das kaufen, gibt es ein Angebot für etwas, das unter 500 Euro kostet. Wenn die Leute das kaufen, gibt es ein Angebot für etwas, das unter 1000 Euro kostet. Und du siehst, du kannst das eigentlich so weiterführen, wodurch aus Kunden, die etwas gekauft haben, nochmal wiederkehrende Kunden werden, die noch mehr kaufen. Was sehr schlau ist, weil es immer leichter ist, einem bereits bestehenden Kunden nochmal etwas Neues zu verkaufen, anstatt die Zeit, die Energie und das Geld aufzuwenden, einen neuen Kunden zu gewinnen. Und Studien in diesem Bereich haben einfach gezeigt, dass es, 6 bis 12 Mal leichter,
einem bereits bestehenden Kunden etwas zu verkaufen, anstatt einen neuen Kunden für sich zu gewinnen. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber er scheint nichts zu haben, was irgendwie unter 50, unter 100 oder unter 500 Euro kostet. Er hat was, was einfach knapp um die 1000 Euro kostet, und er überspringt sozusagen die Value Ladder, und darauf kommen wir nochmal später im Video zu sprechen. Versprochen. Gehen wir erstmal aber den dritten Grundpfeiler durch. Ich spreche immer davon, dass du E-Mail-Marketing nutzt, um den Verkaufsprozess zu automatisieren. In Dominiks Fall nutzt er nicht E-Mail-Marketing, sondern den Verkauf über das Telefon. Ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass er das selber tut, sondern diese Arbeit schon delegiert hat. Und das ist aus mehreren Gründen mega schlau. Denn in einigen meiner Videos habe ich auch schon darüber gesprochen, dass die Art und Weise, dein Online-Business zu skalieren, darin besteht, die Aufgaben, die du schon tust, einfach einmal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, okay, kann ich diese Aufgabe streichen? Bringt sie mir vielleicht gar kein Einkommen ein? Ist es vielleicht komplette Zeitverschwendung, dass ich diese Aufgabe überhaupt durchführe? Also sollte ich sie einfach streichen? Oder gibt es eine Möglichkeit für mich, das Ganze irgendwie simpler zu machen, einfacher zu halten, wodurch du dann mehr Zeit zurückgewinnst? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu automatisieren, zum Beispiel durch E-Mail-Marketing, zum Beispiel durch Software, zum Beispiel durch irgendwelche Tools? Wenn ja, dann super. Und wenn du diese Aufgabe nicht automatisieren kannst durch irgendeine Software, gibt es für mich eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu delegieren, sodass du sie nicht selber machen musst, sondern sie jemand anderes für dich übernimmt. Das kann jemand sein, den du in Teilzeit einstellst, in Vollzeit einstellst, Dinge, die ich nicht tue. Das kann sein, dass du Freiberufler nutzt. Das mache ich zum Beispiel in einigen meiner Aufgaben. Oder nutzt du einfach jemanden, der auf Provisionsbasis für dich arbeitet. Und das macht in meinen Augen Dominik Gregor sehr gut. Denn er nutzt höchstwahrscheinlich die bereits ausgebildeten High-End-Closer dafür, dass sie sein Programm verkaufen. Wodurch er keinen Lohn zahlen muss, sondern halt nur Provision. Es könnten 10, 20, 30% Provision sein. Je nachdem, keine Ahnung, wie er sich das Ganze vorstellt, vielleicht sogar mehr als 30%, wovon ich eigentlich aber halt nicht ausgehe. Und dadurch, dass dann halt andere Leute für ihn verkaufen, muss er sich um diesen Prozess nicht mehr kümmern. Stell dir vor, du kriegst jeden Tag irgendwie 100 Leads und musst die abtelefonieren und hast aber nicht mehr die Zeit, an deinem Business irgendwie weiterzuarbeiten oder Content zu produzieren oder weitere Produkte zu erstellen. Und schon würdest du dich irgendwie in einem selbstgebauten Hamsterrad wiederfinden, in dem du dich immer wieder drehst und nicht großartig weiterkommst und dein Business nicht skalieren kannst. Also ziemlich schlau gemacht, meiner Meinung nach, von Dominik. Aber böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich behaupten, er verkauft nur sein High-End-Closer-Programm und lässt die Leute für sich arbeiten, wodurch das Ganze irgendwie ein Schneeballsystem ist. Ah, da bin ich anderer Meinung. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, die ein Business führen, in welchem sie in ihrem dritten Grundpfeiler, also in ihrem Verkaufsprozess, nicht über E-Mail verkaufen, sondern übers Telefon. Und da gibt es einfach zahlreiche Leute, die händedringend nach Closern suchen, die Produkte übers Telefon verkaufen können, die halt vierstellig sind oder sogar fünfstellig. Mir fallen gerade nur zwei ein. Einmal Authentic Charisma, einmal Matteo DM, das sind dann eher so Dating-Nischen. Da fällt mir irgendwie noch Dirk Kräuter an, Verkaufstrainer. Da fällt mir noch irgendwie Said Shiripo an, wobei das vielleicht ein anderes Thema. Da sind die Produkte dann irgendwie in Richtung 30.000 Euro. Darüber können wir jetzt nochmal streiten, wie sinnvoll es ist, irgendwelchen kompletten Anfängern, die einfach gar keine Ahnung haben von Online-Business, Produkte für 30.000 Euro zu verkaufen, sie in den meisten Fällen nicht mal das Geld haben dafür, ihnen dann irgendwie gesagt wird, sie sollen, egal, ich will auf das Thema gar nicht richtig genau eingehen. Auf jeden Fall gibt es mehrere legitime, sag ich mal, Beispiele von Leuten, die so welche Closer brauchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Leute, die Dominiks Programm einmal durchlaufen, ob er sich dann auch darum kümmert, seine Closer dann an andere Leute zu vermitteln, damit sie halt als Closer tätig sein können, höchstwahrscheinlich dann auf Provisionsbasis, oder ob er sie alle nur für sich selber nutzt, um nicht selber telefonieren zu müssen. Das sind Dinge so, die kann ich nicht einschätzen, weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt er mir irgendwann dazu mal ein Interview. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Also das war dann der dritte Grundpfeiler, der Verkaufsprozess wird hier übers Telefon gemacht. Es werden zwar auch E-Mail-Adressen eingesammelt und wahrscheinlich auch E-Mails rausgeschickt, die aber immer wieder nur darauf hinweisen, ey, du hast deinen Termin zu dem und dem Datum gebucht, bitte vergiss das nicht, will dich daran erinnern, oder oh, du hast deinen Termin verpasst, hier ist nochmal die Chance zu einem neuen Termin. Irgendwie so werden die E-Mails wahrscheinlich aufgebaut sein und nicht halt, dass das Produkt beworben oder verkauft wird. Davon gehe ich nicht aus. Denn in der Regel ist es so, dass Produkte, die bei 1000 Euro anfangen, nur auf zwei Möglichkeiten verkauft werden können. Also ich habe in meinen ganzen Jahren bis jetzt nur diese zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder übers Telefon, so wie Dominik es macht, oder über ein 45-minütiges Webinar. Das sind so die einzigen zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Und wenn du ein Webinar nutzt, dann kannst du das durchaus auch in deiner E-Mail-Liste machen und einfach E-Mails rausschicken. Das geht, dann musst du nicht extra am Telefon hängen. Und der vierte Grundpfeiler, tja, der besteht nun mal aus deinem Produkt. Du musst also entweder
ein eigenes Produkt erstellen und dieses verkaufen oder das Produkt von jemand anderen nutzen als Affiliate und dieses verkaufen. In beiden Fällen verdienst du dann Geld. Ohne Produkt oder Dienstleistung kein Geld. Und das Produkt von Dominik ist halt das High-End Closer Coaching Programm. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich weiß nicht genau, welche Resultate das bringt. Wir schauen insgesamt 8 Module, die dir von A bis Z alles zum Closing beibringen, was du brauchst. 2 Bonusmodule, knapp 200 Coaching-Videos, was ziemlich viel ist. Das ist eine Menge. Workbooks, Aufgaben für jede Woche und 4 Live-Calls pro Woche. Okay. Das heißt, wenn das so alles stimmt, und ich will jetzt Dominik nicht unterstellen, dass es nicht stimmen würde, aber wenn das so alles stimmt, dann ist es wirklich ein sehr umfangreiches Coaching. Für eine Fähigkeit, die sehr, sehr, sehr wichtig und wirkungsvoll ist in deinem Business. Denn du kannst diese Fähigkeit dann entweder nutzen, um dann nochmal deine eigenen Produkte zu erstellen und selber zu verkaufen übers Telefon. Oder halt, wie ein Affiliate, die Produkte von wem anders übers Telefon zu verkaufen und dafür Provision zu kriegen. Ob es sich dann dabei um das Produkt von Dominik handelt oder um das Produkt von irgendwelchen anderen Leuten, das bleibt dir überlassen. Und jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Also Grundpfeiler Nummer 1, Content ist gegeben. Ja, der gute Mann macht hier regelmäßig Content. Grundpfeiler Nummer 2, der Leadmagnet. Man trägt sich ein und kann ein kostenloses Gespräch führen. Okay. Nummer 3 ist dann der Verkaufsprozess. Läuft übers Telefon, alles klar. Der 4. Grundpfeiler, das Produkt, kostet knapp um die 1000 Euro und wird auch von seinen eigenen Closern verkauft, wodurch er sich halt nicht immer darum kümmern muss. Und jetzt zum Schluss nochmal so die 5. Sache, die ich vielleicht irgendwie vergesse, des Öfteren zu erwähnen, aber die halt unglaublich wichtig ist, damit dein Business halt auch immer weiterläuft. Du musst auch weiterhin Content produzieren. Du musst dich immer wieder um den ersten Grundpfeiler kümmern, wenn die anderen aufgebaut sind. Weil wenn du nicht weiter Content produzierst, erzeugst du nicht weiterhin ein Wachstum in deinem Traffic. Und desto weniger Traffic du erzielst, desto weniger neue Kunden wirst du für dich gewinnen. Und ich habe ja schon zu Anfang des Videos gesagt, Dominik veröffentlicht mindestens ein Video pro Woche. Das ist halt echt das Minimum, das du auch in deinem Online-Business drauf haben solltest. Und jetzt spiele ich den Ball an dich zurück. Das, was ich dir gerade gezeigt habe, diese Business-Analyse, die hat dir hoffentlich einmal gezeigt, dass es funktioniert. Du musst diese Grundpfeile einhalten, dazu halt auch in einer passenden Nische unterwegs sein, wo du Bock drauf hast, wo du ein großes Interesse für verspürst oder eine große Leidenschaft hast oder großen Erfahrungsschatz. Dazu Content produzieren, dafür einen Leadmagneten haben, der Verkaufsprozess über E-Mail-Marketing oder meinetwegen halt auch übers Telefon, über Verkaufsgespräche aufbauen. Ein Produkt haben, das du dann halt verkaufen kannst und den Leuten auch wirklich einen Mehrwert liefert und nicht einfach irgendein zusammengeschmissener Rotz ist, den eigentlich keiner kaufen will oder der eigentlich nichts bringt. Und wenn diese ganzen Dinge stehen, fängst du halt wieder mit Content an. Und hier will ich nochmal darauf eingehen, was ich zu Anfang des Videos gesagt habe, und zwar, dass Dominik eine ziemlich polarisierende Persönlichkeit ist. Entweder liebt man ihn für das, was er tut, oder man hasst ihn für das, was man tut. Ein gutes Beispiel ist irgendwie auch Donald Trump. Entweder man hasst ihn dafür, was er ist und für was er steht, oder man liebt ihn dafür. Und das ist so ein bisschen das Entscheidende, was du verstehen musst. Wenn du dir ein Online-Business aufbaust und Content produzierst, dann muss nicht jeder dich mögen. Du musst es nicht jedem recht machen. Du willst nicht, dass jeder eine gute Meinung von dir hat. Entweder gibt es Leute, die feiern, was du machst, die lieben dich dafür, für dich und deine Persönlichkeit, für das, was du tust, oder die verabscheuen dich und hassen dich und denken, du bist der größte, keine Ahnung, Spinner und hast sie nicht mehr alle und laberst vielleicht nur Müll. Aber guess what? Dadurch trennst du die Spreu vom Weizen. Die Leute, die dich hassen, so, die interessieren dich nicht, weil die werden eh nicht so dein Kunden. Und die Leute, die dich lieben, ja, die Leute werden eigentlich zu Superfans und werden dann auch deine Produkte kaufen. Insofern es wirklich etwas ist, das ihn weiterbringt und du das Produkt wirklich gut erstellt hast und du halt keinen Rotz verkaufst. Und das ist halt dann auch am Ende das, was Dominik Reger, ich glaube, inzwischen mindestens 3 Millionen Euro Umsatz eingebracht hat, die er halt dafür genutzt hat, sich ein Lambo und ein Audi zu kaufen. Sei es ihm doch gegönnt. Zeigt er diese Autos in seinen Videos? Ja. Protzt er damit so ein bisschen rum? Wirkt er dadurch vielleicht in den Videos ein bisschen arrogant? Ja. Aber das ist halt irgendwie seine Methode, mit seinem Content, Marketing für sich, sein Produkt und vielleicht seine zukünftigen Produkte zu machen. Also von meiner Seite aus, sei es dir gegönnt, Dominik. Und wenn du dir jetzt denkst, ey, diese 4 Grundpfeiler, ich will die auch machen, ich will auch mein eigenes Online-Business aufbauen, wie funktioniert das Ganze? Dann auf jeden Fall einmal unten den Link in der Beschreibung anschauen, da gibt's von mir eine 3-teilige kostenlose Videoserie, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du diese Grundpfeiler selbst
aufbauen kannst, in welche Nische du reingehen solltest, für welche Content-Plattform du dich entscheiden solltest, wie du Lead-Magneten erstellst, wie du eigene Produkte erstellst, wie du E-Mail-Marketing-Tools nutzt, um deinen Verkaufsprozess zu automatisieren, was du dann später mit den Einnahmen, die du erzielst, dann am besten machst und wie du damit umgehst, um noch weiter zu wachsen und noch vieles, vieles, vieles mehr. Also auf jeden Fall einmal unten den Link in der Beschreibung abchecken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin kannst du dir hier meine nächsten Videos anschauen, wenn du willst. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Online-Business. Bis dahin, hau rein!